Skandal die Fußball-Bundesliga nachhaltig erschüttert hat. Ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren zufällig einen der Hauptdarsteller von damals zu treffen und habe mich jetzt wieder an ihn erinnert. Nun bin ich mit ihm verbunden, unserem ehemaligen Nationaltorhüter Manfred Manglitz. Hallo, Herr Manglitz. Servus, Manfred. Wir sind per Du, also bleiben wir jetzt beim Interview jetzt auch so. Guten Tag an dich, guten Tag an die vielleicht zahlreichen Zugucker. Ja, schauen wir mal. Wo treffen wir dich denn gerade? Ihr trefft mich in zwei Orte weiter, da wo mein Domizil ist, in Alfas del Pi, bei eurem bayerischen Wirt, wo ich ab und zu ein Schnitzel oder ein Cordon Bleu esse. Und da sind wir jetzt zu Hause. Also beim Peter Schreck. Beim Peter Schreck, ja. Piero Loco. Ja. Okay, Manfred, das ist in Spanien. Du bist schon seit ein paar Jahren in Spanien. Noch nicht so lange, 40 Jahre erst. Ja, 40 Jahre, okay. Bevor wir auf den Hauptteil der Geschichte zu sprechen kommen, widmen wir uns mal dem erfreulichen Teil deiner Karriere. Erinnerst du dich noch an den Juni 1967? Ja, vage. Aber ich glaube, da war ich der erste Torwart, der ein Tor geschossen hat. Also genau. Ein Elfmeter, also. Ja. Genau, gegen Borussia Mönchengladbach war das. Richtig. Ja, aber die Vorgeschichte ist die, das war das letzte Spiel der Saison. Wir lagen, damals war Mönchengladbach noch sehr gut, wir lagen zurück und ich war damals eigentlich auch beim ersten FC Köln sehr beliebt. Und da stand es, glaube ich, schon 4-0 oder irgendwie. Und dann kam ein Elfmeter für uns und dann schrie die ganze Kulisse, Cassius, Cassius. Also ich konnte mich nicht wehren, habe den Elfmeter geschossen und wie der Torwüssel war er sogar drin. Ja, beim 1. FC Köln, aber du hast ja beim Meiderich. Nein, das war noch zu Zeiten dann bei Meiderich. Also beim MSV Duisburg. Wie kommen deine Mitspieler drauf, dass ausgerechnet ein Torhüter auffordern? Nein, das waren nicht meine Mitspieler waren das nicht. Das war die Kulisse, das war das Publikum, weil ich sehr beliebt war und da war ja sowieso nichts mehr zu retten. Und ja, ich war nicht nur ein Torwart, ich konnte auch ein bisschen Fußball spielen, ja, und da wussten sie, dass der sowieso reingeht. Und warum Cassius? Ja. Hat auch eine Vorgeschichte. Was soll ich sagen, weil du ein Großmaul warst. So, hiermit beende ich die Sendung, damit der Reporter zu frech ist. Nein, es war so. Name Cassius Clay. Ja, das ist richtig. Ich kam nach Duisburg und Duisburg ist so ein bisschen, das ist nicht schlecht, ein bisschen Provinzverein, aber mit 1. FC Köln, damals Borussia Dortmund, Schalke, konnten die Duisburg nicht mit. Und ich kam als kölsche Jung nach Duisburg und sprach auch vielleicht ein bisschen viel und was. Und ja, dann hatte ich ganz schnell den Namen Cassius weg. Und der ist mir geblieben bis heute. Selbst du erinnerst dich noch dran. Ja, an das Spiel nicht, aber an den Namen. Ihr habt da trotzdem verloren hinterher. Spielt aber keine Rolle. Du bist in die Fußballgeschichte eingegangen als erster Torwart, der ein reguläres Tor in der Fußball-Bundesliga geschossen hat. Wann hast du denn das erfahren? Also heutzutage im digitalen Zeitalter erfährt man das von den Reporter unmittelbar nach Spielschluss. Wann ist das eigentlich? Ja, ich habe ja die Bundesliga von Anfang an mitgemacht und da wusste ich sowieso, dass noch nie ein Torwart ein Tor. Später hat ja der Torwart vom HSV, der hat ja dann regelmäßig die Elfmeter geschossen, aber der konnte nicht mehr Erster sein, das war ich. Ja, okay. Jetzt kommen wir mal auf deine Zeit bei der Nationalmannschaft. Du hast 4 Spiele gemacht, 4 Länderspiele. Wenn die Vita so stimmt, was da vor mir habe. Ja. Und dann war das im Vorfeld der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. Was ist denn da passiert? Wie bist du der Helmut Schön war Bundestrainer und da ja, ruft die, auf einmal die Geschichte ging ja vorher los. Ich gehörte zu denen, die in der Nationalmannschaft im Gespräch waren und dann habe ich auch mein erstes Länderspiel gemacht, weil Hans Tilkowski verletzt war in Hamburg gegen Italien und da bin ich reingekommen und dann habe ich danach noch ein Länderspiel gemacht
Und ja, und dann war ich damals, mein großer Konkurrent war damals Hans Dilkowski, der, weiß ich auch, 40, 50 Länderspiele schon hatte. An dem kam ich nicht vorbei. Und das ist auch ganz normal, dass der Helmut Schön dann den als ersten Torwart. So, und dann haben wir ein Spiel gemacht in Albanien. Und das war so erbärmlich. Da haben wir 0-0 gespielt, haben uns nicht qualifiziert für irgendwie was. Und dann habe ich die Frechheit besessen, ja, dass wir zurückkamen, die Reporter, und ich sagte, ja, Herr Mangitz, was sagen Sie denn dazu? Und da habe ich wortwörtlich gesagt, und das nehme ich auch nicht zurück, die hätten von den Nürnbergern 5 Stück gekriegt. Das war die Zeit, da war Max Merkel in Nürnberg Trainer und ist mit den deutschen Meister. Und das ist mir zum Verhängnis geworden. Wobei ich heute oder damals schon sagen muss, wenn der Helmut Schön, und das nehme ich auch nicht zurück, ein Großer gewesen wäre, dann hätte der dasselbe gemacht, was Sepp Herberger gemacht hat. Bei Sepp Herberger bin ich zum Kader der Nationalmannschaft gekommen. Der hat mir handschriftlich einen Brief geschrieben, was, lieber Manfred Mangnitz, und Sie sind ein guter Torwart, und arbeiten Sie sich, und, und. Aber Helmut Schön hat es nicht nötig gefunden, damals gab es ja auch schon Telefon, mal anzurufen und zu sagen, Manfred Mangnitz, was hast du für eine Scheiße erzählt? Dann habe ich gesagt, ja, Herr Schön, das ist mir rausgeholt und was. Nee, Herr Schön hat es vorgezogen, mich aus der Nationalmannschaft zu streichen. Ich war ja nur nicht das Schlechteste. Aber da sah ich dran, welche Größe manche Leute haben. Nicht in der Länge, aber in der Größe. Aber zur Weltmeisterschaft bist du trotzdem mitgenommen worden. Ja, das hat auch wieder eine Vorgeschichte. Ich war ja zu dem damaligen Zeitpunkt, war ich dann noch beim MSV. Und dann bin ich zum 1. FC Köln gewechselt. In deine Heimatstadt? In meiner Heimatstadt, das ist richtig. Und da habe ich gespielt, wie ich im Grunde auch in Duisburg gespielt habe. Und dann hat, um ganz ehrlich zu sein, die Presse hat mich reingeschrieben wieder in die Nationalmannschaft. Das heißt, die Kommentare, ich habe hier noch ein Album, aber ich weiß gar nicht, ob ich das zeige. Mangnitz muss in die Nationalmannschaft, Mangnitz, Mangnitz, Mangnitz. Und dann haben wir ein Spiel in Frankfurt gemacht. 3 Tage vorher war meine Mutter gestorben, auf dem Sterbebett hat sie noch gesagt, Junge, du musst aber am Samstag spielen, das ist jetzt nicht, wenn mir was passiert. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gespielt, habe das Spiel meines Lebens gemacht. Daraufhin ist der Helmut Schön in die Kabine gekommen nach dem Spiel und hat gesagt, Herr Mangitz, Sie gehören ab sofort wieder zur Nationalmannschaft. So. Okay, wenn ich ein Großer gewesen wäre, aber damals war man ja auch vielleicht noch ein bisschen schüchtern, aber hätte ich gesagt, heute würde ich das sagen, Helmut Schön, leck mich am Arsch. Okay, immer wieder deutliche Worte. Ja, das ist so. Der hatte mich, weiß ich, 4 Jahre nicht gebraucht. Ja, und dann auf einmal, wo die Reporter sahen, ich war Torwart Nummer 1, ich hatte die meisten Bundesliga und, ja. Da kam er, ich will jetzt nicht sagen zu Kreuzchen, aber die Geschichte geht gleich noch weiter, werden wir auch noch drauf, was mir dann mit Helmut Schön in Mexiko passiert. Wir sind da jetzt in Mexiko. Du hast trotzdem Mexiko nicht gespielt. Auch der Spiel um Platz 3 warst du nicht auf dem Platz, ja, nur auf der Bank. Das war das Größte. Und warum? Weil unser bayerischer Landsmann, die Katze von Anzing, der Sepp Maier, einfach die unbestrittene Nummer 1 war, oder? Da hat auch, ich sag mal was, ich habe das, dass man mich nicht nahm in der Nationalmannschaft, gut, also für in der Weltmeisterschaft das erste Spiel zu machen, okay, akzeptiert. Aber die Vorgeschichte ist, wir hatten Trainingslager in Basinghausen, was die ganze Nationalmannschaft. Und das war, 3 Spiele wurden gemacht, also 3 gegen Spanien und gegen Jugoslawien was. Und Helmut Schön hat da vorher so, jeder Torwart, wir waren jetzt zu dritt, spielt ein Spiel. Gut, Sepp Maier war die Nummer 1, der spielte das erste Spiel, einer auf der Bank war Manfred Mangnitz. Das zweite Spiel war Horst Wolter,
auf der Ersatzbank Sepp Maier. Da sagt, wie der Helmut Schön die Mannschaftsaufstellung bekannt wird, dann sagt ein Herr Sepp Maier, ich setze mich nicht auf die Bank. Das wäre für mich, wenn ich Bundestrainer gewesen wäre, so, Herr Maier, packen Sie Ihre Sachen, nett Sie kennengelernt, auf Wiedersehen. Nee, wie war denn das Verhältnis zum Sepp Maier überhaupt zwischen Manfred Manglitz? Das sieht man ja jetzt gerade, eigentlich schaut freundschaftlich aus. Nein. Mit mir konnte man im Grunde Pferde stehlen, aber der Sepp ist einer, der leider, muss ich das sagen, der keine Götter neben sich haben konnte. Und ich war sein größter Konkurrent. Und deshalb war das ein bisschen angespannt. So, und jetzt will ich nämlich nur, komme ich dann später auf mal zu. Also zu diesem Zeitpunkt hat der Sepp Maier gesagt, nein, ich setze mich nicht auf der Bank. Da hat er gesagt, gut, Manfred Mann geht's auf die Bank. So, das dritte Länderspiel machte ich dann auch ganz gut. Was? Und dann sind wir dann nach Mexiko und haben die Spiele gemacht. Und vor dem Spiel gegen Italien hat Helmut Schön in einer Sitzung gesagt, so, sollten wir das verlieren, dann sind alle die Spieler, die nicht zum Einsatz kamen, kommen in diesem Spiel zum Einsatz. Die Torwächter wollte eine Halbzeit, Manglitz eine Halbzeit. Das hat der voll versammelte Mannschaft gesagt. So, dann kommt das Spiel von Italien, da war ein Abend vorher war Mannschaftssitzung und dann, ja, wir spielen und was, und dann, ich gebe die Mannschaftsaufstellung für den nächsten Tag bekannt. Im Tor Wolter, Ersatz Sepp Maier. Er hat mich völlig übergangen. Ich weiß bis heute, gut, Er ist ja gestorben. Ich weiß bis heute noch nicht, warum. Ich weiß aber auch nicht, warum Herr Sepp Maier dann sagte, nee, ich setze mich nicht auf die Bank. Ja, habt ihr da nie gesprochen, der Sepp und du? Dann, einen Tag danach, nach dem Spiel, sind wir ja nach Hause geflogen und was. Und ich war... Normalerweise, ich bin ja nicht auf den Mund gefahren, normalerweise hätte ich wie der gesagt hätte, im Torhorst wollte Ersatz Sepp Maier, hätte ich normalerweise, hören Sie mal, Herr Schön, Sie haben doch noch gesagt, beide Torwächter spielen. Ja, Sie waren ja da, ich weiß, warst ja damals 30 Jahre, oder? Wie alt warst du damals? Wenn ich 72 gewesen wäre, war das doch, ja, er hat es doch gesagt, beide Torwächter spielen. Nee, ich meine jetzt vom Ausdruck her, vom wie man sich nachher äußert. Dass man sich nicht mehr gefallen ist. Aber Peter, ich war so schockiert, ich konnte nichts mehr sagen. Ich hatte mich vorbereitet. Ja, ich hab gedacht, Mensch, da hast du einen Rahmen, da sind 60.000 Zuschauer, da kannst du mal zeigen, was du kannst. Und ich vermute heute, Sepp ist bestimmt kein schlechter Torwart, aber er hat in dem Spiel gegen Italien nicht so, dass er so drei unhaltbare Jahre hat. Und ich vermute noch, denn die Presse, die stand hinter mir. Ich vermute noch, ich wäre da reingekommen und hätte zwei aus dem Winkel gefischt und drei Alleingänge gehalten, dass dann die Presse gesagt hat, Herr Schön, warum haben Sie den denn nicht von Anfang an? Ja. Und das vermute ich kann es nicht beweisen. Dass es so war. Habt ihr seitdem noch irgendeinen Kontakt gehabt, du und der Sepp Maier? Dass er irgendwo getroffen hat oder telefoniert hat? Das hängt ja nicht mit dem Sepp Maier so zusammen. Nein, ich meine, ich vermute mal, dass die beiden vorher eine Absprache hatten, dass der nicht der Schön wieder ins kalte Wasser geworfen wird. Ja, da und der Sepp Maier dann gesagt hat, ich setze mich nicht auf die Bank. Dann hätte er mich ja nehmen müssen. Aber ja, er hatte, das Schlimme war, Entschuldigung, dass ich dich untermache, das Schlimme war ja, dass es mir oder uns beiden wollte und mir versprochen hatte. Ja, aber normalerweise wärst du da hingegangen und hättest mit Sepp Maier mal eine Aussprache gehabt. Nein, danach war noch Abendessen und dann morgens Frühstück und was. Ja, und ich war so perplex und was, also. Nee, ich meine jetzt, es sind jetzt 50 Jahre vergangen. Habt ihr euch seitdem nicht mehr gesehen oder gesprochen? Doch, wir haben ja noch gegeneinander gespielt oder was. Aber groß gesprochen, ja. Okay. Gut, dann hacken wir mal die Mexiko ab und widmen wir uns den Hauptteil der Sache. Das war ein Jahr später, 1971.
der große Bundesliga-Skandal. Mhm. Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen? Oder woher soll ich das wissen, wer auf die Idee gekommen ist? Das war Oberhausen, Bielefeld, Rot-Weiß-Essen und Offenbach. Die haben sich nicht bei mir gemeldet und gesagt, so, jetzt eröffnen wir den Bundesliga-Skandal. Ja, okay, ich war involviert. Warum? Warum? Weil ich ja auch mit, die Vorgeschichte ist, dass Canellas mich mal als Torwart verpflichtet. Also der Präsident von Kickers Offenbach, der damals. Kickers Offenbach, weiß ich. So, wollte mich verpflichten und daher war unser Kontakt. So, und dann hatten wir mit Köln ein Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Und da hat Canellas mir versprochen, wenn ihr, weil das ging ja schon rund, der gegen den und was, und da wird das gezahlt. Und dann hat er, um das anders abzuwägen, gesagt, Manfred Magnitz, ihr bekommt von mir 25.000 Euro, wenn ihr gewinnt Mark. Gegen Rot-Weiß. Mark. Habe ich gesagt, Euro? Ich werde alt, ja. Gut, also Mark. Dann haben wir gewonnen und dann hat er das auch an meine frühere Frau bezahlt, hat sogar eine Quittung gekriegt, weil ich bis heute... Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist da ein Mann gekommen? Ich gab schon Telefon, Peter. Nee, aber die Geldübergabe, ist das Geld überwiesen worden? Oder? Nein, da war einer von Kickers offen. Von Kickers Offenbach war im Kölner Stadion, wir hatten gewonnen und dann war nach dem Spiel die Geldübergabe an meine Ex-Frau 25.000 Mark im Bar. Habe ich übrigens Steuer von bezahlt. Noch. Dann. Auch. Müssen. So. Okay. Ja. Das war das. Und dann hat er dich irgendwann mal wieder angerufen. Ja, das ist auch richtig. Und ja, dann, ja. Was hat er denn gesagt? Lieber Manfred, was hat er gesagt? Ja. Du musst uns helfen, oder wie? So ungefähr, sage ich mal so. Und dann haben wir das Gespräch geführt und dann war die Summe von 100.000 D-Mark im Gespräch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich gucke, was sich machen lässt oder was. Wobei ich sagen muss, meine Absicht war nie. Dafür war ich zu gut. Das konnte ich mir nicht leisten, mir zwei oder drei durch die Hosenträger schießen zu lassen. So, ich habe das Gespräch geführt, wofür ich sage, ich war ein völliger Idiot, aber ich habe Herrn Canellas falsch eingeschätzt. So, dann wurde vorm Spiel war ein Besichtigungstermin, sage ich es mal, einer seiner Angestellten oder was, kam zum Köln-Bonner Verteiler, das ist so in der Nähe von Geisbergheim, so unser Umkleidestäbe, und hat mir die 100.000 D-Mark gezeigt in einem Koffer. Für mich war klar, ein Manfred Magnitz lässt sich nicht einen durch den Hosenträger schießen. Von da aus bin ich zum Geisbergheim, das war unsere Umkleidestätte, gefahren, bin auf direktem Weg zu Herrn Otschwerk gegangen und habe gesagt, Herr Otschwerk, war der Trainer. Das war unser Trainer, Otschwerk, bekannter österreichischer Nationalspieler. Das war unser Trainer. Bin zu dem hingegangen sofort und habe gesagt, Herr Otschwerk, ich möchte heute nicht spielen. Ich fühle mich nicht gut. Warum? Weil ich es mir nicht leisten können, wie eben gesagt, ein paar durch die Hosen drehen. Und dann hat Herr Otschwerk gesagt, gut, Manfred, ist in Ordnung. So, kannst du dir vorstellen, bitte, was ist für mich eine Umgebung? Ich bin bis heute noch zu dem damaligen Zeitpunkt der Bundesligaspieler Nummer 1. Ich stand an der Spitze mit 5 Treffen oder Spielen an der Spitze. Das einer, der sich spritzen hat lassen, wenn er dies hatte, damit er spielen könnte. Hinzugehen und zu sagen, ich möchte heute nicht. Also für mich war klar, dass ich nichts mache. Nur, das ist später mit Herrn Kindermann, ist nie bewertet worden. Also das heißt, ich habe zwar was versprochen und ich bin heute noch der Ansicht, wenn der Herr Canellas, wenn die Kickers Offenbach gewonnen hätte, hättest du von Herrn Canellas nie was gehört. Das war nur die Rache, alles aufzuhören. Ja, den sind da rausgekommen bei einer Geburtstagsfeier vom Herrn Canellas. Den nächsten Tag. Der hatte sonntags Geburtstag und das war auf der Geburtstagfeier von Herrn Canellas. Und da war der Helmut Schöne auch da und dann hat er im Atombahngespräch vorgeführt.
Hast du eigentlich gewusst, dass deine Gespräche aufgezeichnet wurden? Nee, denke ich mal, oder? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gesagt, passen wir auf, das lassen wir mal. Ja, was. Aber ja, er ist tot, der Herr Canellas, aber er war ein Sauhund. Ja, okay. er hat alle gegeneinander ausgespielt, nur mit seinem. Und wenn er nicht abgestiegen wäre, hättest du vom Bundesliga-Skandal von Seiten Kickers offenbar nie was gehört. Ja, okay, aber deine Karriere war beendet. Am Arsch. Ja. Waren da noch etliche andere dabei, die da in zig Spieler, die da verwickelt waren. Da sind ein paar nachher nach Südafrika ausgewandert zum Fußballspielen. Die Schalker. Die sind nach. Ja, aber ich war ja damals lebenslänglich gesperrt. Ja, du bist da begnadigt worden. Aber ich wollte das mal ausführen noch. Da sind ein paar nach Südafrika, weil Südafrika noch nicht bei der FIFA war. Richtig. Die praktisch über Sperre gegangen sind. Für dich war die Karriere beendet. Richtig. Aber Geld hast du noch gehabt. Dann, wie ist es dann weitergegangen? Bist du gleich nach Spanien? Nee. Ich habe in Köln zuerst in einem Sportgeschäft gearbeitet, und dann habe ich eine Diskothek eröffnet und dann später, also die geschlossen und dann später noch eine und danach so war das 71, ungefähr 80, habe ich mir also eine Wohnung in Spanien gekauft. Und bin dann später auch ganz hier hingezogen. Also und habe mir hier hab viele Sachen gemacht, Renovierungen, Tennislehrer und was. Und mit 81 kann ich immer noch gut essen. Bin mittlerweile so weiß, dass ich in Spanien, auch weil ich alles meine Geschäfte angemeldet hatte, Rente hier in Spanien erhalte. Und mir geht's für 81 noch relativ gut. Ja. Du hast ja erst vor ein paar Wochen erst 81. Geburtstag gefeiert. Das dürfen wir nicht vergessen. Also hast du ja gut gehalten eigentlich so. Danke. Kannst du dir vorstellen, dass so etwas in der heutigen Zeit nochmal passieren könnte? Tja. Heute wird ja alles per Laptop und per was weiß ich gemacht und da kannst du dann gucken, ob einer das aufnimmt oder was. Nein, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass Trainer rausgekauft werden für 25 Millionen aus dem Vertrag, aber das ist ja nicht strafbar. Okay, aber Strafrecht, du bist ja damals nur sportrechtlich verfolgt worden. Also du hast eine lebenslängliche Sperre gekriegt, die ist 3 Jahre später aufgehoben worden. Auch strafrechtlich würde das heutzutage wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen. Könnte ich mir vorstellen, dass Polizei und Staatsanwalt da vor der Tür stehen würden, auch in Spanien. Ja, was habe ich mir hier in Spanien... Ich verstehe den Grund jetzt nicht. Es war ja so, strafrechtlich hat er das keine Folgen gehabt. Also... Zivilrechtlich, nicht? Nein, überhaupt nicht. Meine ich ja, das wäre heutzutage, glaubst du, dass das auch noch so gehen würde? Normalerweise nicht mehr, wenn... Ich weiß nicht, ob es sich heute noch einer trauen würde, das zu machen, aber damals war das ja auch alles Grauzone. Und ich will dir mal was sagen, was mir passiert ist. Ich habe bei Bayer Leverkusen noch gespielt und das war das Jahr vor der Bundesliga. Und ich hatte Verhandlungen mit Schalke, dass ich da hingehen soll. Das hat dann nicht geklappt, weil das führt aber zu weit jetzt, warum. Und dann hatte ich ein Gespräch und wir spielten mit Leverkusen den anderen Tag gegen den 1. FC Köln. Und dann mit dem, den ich Verhandlungen geführt habe, der hat zu mir gesagt, wenn ihr morgen gegen 1. FC Köln gewinnt, dann soll das dein Schaden nicht sein. Dann kriegst du was von mir. Ich sage, was weiß ich, eine Flasche Schnaps oder was? Oder Brotzeit, ja. Und dann habe ich wieder gehalten wie der Teufel. Und wir haben 1-0 gewonnen. Und jetzt halte ich fest, 2 Tage später war in meinem Briefkasten ein Kuvert mit 100 D-Mark. Das ja.
Ja, aber ich bin verurteilt worden auch für 25.000 D-Mark, die ich von, gut, das waren andere Beträge, aber da hat das schon angefangen und was, und da kriegte ich 100 Mark für ein gutes, warmes Abendessen. Ja, das ist die Frage. Du hast danach noch in der zweiten Bundesliga-Zeit lang gespielt und deine aktive Karriere offiziell beendet wurde bei einem Verein, den habe ich noch nie gehört. FSV Gebäudereiniger Köln. Was hast du da gespielt? Ausputzer oder warst du da auch im Tor? Nee, da war ich im Tor, ja. Aber das war nicht mein letzter Verein. Danach habe ich nochmal mit 42 bei meinem Stammverein, wo ich herkomme, beim SC Westköln, habe ich auch gespielt. Eine ganze aber dann war Ende mit der aktiven Laufbahn. Ja. Die Bundesliga verfolgst du aber heute auch noch, auch in Spanien, oder? Ja, doch, das mache ich noch. Das mache ich. Der erste Obwohl sie mir jetzt am letzten Wochenende ein bisschen vergrault worden ist, aber das ist ein anderes Thema, das geht mich eigentlich nichts an. Aber wenn solche Summen über den Tisch fahren für einen Trainer, habe ich gerne. Wir reden jetzt über den Herrn Nagelsmann, aber reden wir doch lieber über deinen Heimatverein, ersten FC Köln. Bleiben die in der Klasse oder müssen sie wieder runter? Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich finde Funkel, den ich auch mal persönlich kennengelernt habe, Funkel einen guten Trainer und ich würde mich freuen, wenn sie es schaffen. Aber Garantie kann ich da auch nicht geben. Da ist auch zu viel, also ich meine, es gibt ja Vereine, die sind schlimmer dran, ob ich jetzt 1860 München nehme, ob ich Preußen Münster nehme oder was, die mittlerweile in der dritten Liga und vierten, Preußen Münster spielt, glaube ich, in der vierten Liga und das waren Stammvereine in der Bundesliga. Den aber geht's die lügen nicht mehr lange. Aber, ja, gut. Dein Wort in Gottes Ohr. Aber wenn ich also sehe, was in Köln auch für ein Schindluder getrieben wird mit Einkäufen und was, da sind Spieler für große Summen eingekauft, die machen 5 Spiele in der ersten Mannschaft und so. Also da ist auch nicht so alles das Gelbe vom Ei. Wir hoffen trotzdem das Beste. Manfred, ich bedanke mich für das ausführliche Gespräch. Wir sind jetzt eine halbe Stunde fast live auf Sendung gewesen. War für uns beide, da kannst du mal sehen, mit dem Manfred Mangels kann man immer noch quatschen. Ne? Für uns beide alten Hasen haben wir das technisch auch perfekt hinbekommen. Ich hoffe, wir sprechen uns demnächst mal wieder und komme ich wieder in deine Stammlokal, ins Piero Loco. Ja, Peter Schreck und dann essen wir mit Peter ein schönes Cordon Bleu. Ja, ich trinke Weißbier und du trinkst der Kölsch. Okay? Ja, du kriegst hier sogar Kölsch in einem Supermarkt. Eben, aber nur für dich. Ich trinke Weißbier. Okay. Seid ihr gespannt. Vielen Dank, Manfred. Ja, und ich hoffe, es hat einigen Leuten gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Also, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Servus. Servus. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie wir uns da ausklinken, aber ich nehme mal an, der